dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video. Endlich, aber ich werde euch dieses Mal nicht den gleichen Vortrag halten wie bei den letzten zwei Videos. In diesem Video geht es wieder um einen mysteriösen Todesfall, obwohl manche Leute glauben, dass der Fall gar nicht so mysteriös ist. Aber macht euch selber ein Bild. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit dem Video. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei vorher. Aber noch eine Bitte an euch. Ich möchte gerne mal wieder ein Q&A für euch drehen, denn das letzte ist, glaube ich, schon über ein halbes Jahr her. Deswegen schreibt mir gerne eure Fragen unten in die Kommentare und ich versuche dann in dem Q&A so viele von euren Fragen wie möglich zu beantworten. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. In diesem Video geht es um die Morde an Abby und Andrew Borden und um die Frage, ob ihre Tochter Lizzie vielleicht doch mehr damit zu tun hatte, als man am Anfang vermutet hatte. Zunächst einmal zur Familie Borden selbst. Sie lebten im späten 19. Jahrhundert in der Stadt Fall River in Massachusetts. Die Familie Borden war eigentlich eine sehr reiche Familie und eine sehr große Familie. Doch der Teil, um den es in diesem Video geht, gehörte eher zu dem ärmeren Zweig der Borden-Familie. Sie bestand aus Andrew Borden, seiner Frau Abby Borden und seinen beiden Töchtern Lizzie und Emma Borden. Allerdings war Abby nicht die Mutter von Lizzie und Emma. Andrews Frau war recht früh verstorben, als Lizzie gerade mal 2 Jahre alt war. Andrew heiratete daraufhin Abby, aber eine Mutterfigur war für Lizzie eher die 10 Jahre ältere Emma, ihre Schwester. Und die beiden hatten sich sehr, sehr gern. Doch mit ihrer Stiefmutter Abby sind sie wohl nie so richtig warm geworden. Ja, es wird häufig gesagt, dass Lizzie ihre Stiefmutter regelrecht verabscheut hat. Immer wieder ihr deutlich gesagt hat, dass sie nicht ihre Mutter ist, sondern eben nur ihre Stiefmutter. Und sie meistens auch nur mit Mrs. Borden und nicht mit ihrem Vornamen angeredet hat. Andrew Borden war ein cleverer Geschäftsmann und er bemühte sich immer wieder, viel Geld zu sparen, was dazu führte, dass das Haus, in dem die Familie Borden lebte, ein recht heruntergekommenes Haus war. Nichts im Vergleich zu den wunderschönen Häusern, in denen der reichere Teil der Familie Borden lebte und das oben auf dem Hügel, während die Familie Borden, von der wir hier sprechen, Andrews Familie, am Ende des Hügels gelebt hat, am Boden, mit den normalen Leuten. Und Andrew und Abby selbst soll das nicht besonders gestört haben, doch Lizzie und Emma scheinen andere Ambitionen für sich gehabt zu haben. Während ihre Cousins und Cousinen oben in der High Society an allen möglichen gesellschaftlichen Feiern teilnehmen konnten und auf Bälle gehen konnten und dort dann eben Ehefrauen und Ehemänner finden konnten, blieben Lizzie und Emma alleinstehend. Und zu dem Zeitpunkt, auf den wir jetzt vorspulen, nämlich zu der Zeit, in der Andrew und Abby dann schließlich ermordet wurden, da war Lizzie bereits 32. Ihre Schwester Emma, ihr erinnert euch, 10 Jahre älter, bereits 42. Und beide waren immer noch unverheiratet und lebten bei ihrem Vater, was sie beide sehr unglücklich machte und frustrierte, da sie glaubten, dass ihr Vater sie mit Absicht im Leben nicht weiterkommen ließ. Die Morde ereigneten sich im August 1892. Die Familie war kurz vorher sehr krank geworden. Warum? Wussten sie nicht genau. Sie hatten den Arzt aufgesucht, aber auch der konnte ihnen nicht richtig sagen, was das Problem war. Viele Familienangehörige übergaben sich regelmäßig und Abby, Mrs. Borden, war fast schon davon überzeugt, dass jemand versucht hatte, ihr Brot zu vergiften und einen Anschlag auf die Familie verübt hatte. Lizzie selbst soll ihrer Freundin anvertraut haben, dass sie Angst hätte, dass jemand hinter ihrer Familie her sei. Am 3. August 1892 kam Lizzies Onkel John Morse zu Besuch zur Familie Borden. Er kam sehr unerwartet und brachte kein Gepäck mit sich. Er unterhielt sich sehr viel und intensiv mit Andrew Borden, womöglich um dessen Testament zu besprechen. Der 4. August 1892 begann zunächst wie jeder andere Tag auch. Andrew Borden machte sich zusammen mit Lizzies Onkel auf den Weg aus dem Haus, der verschiedene geschäftliche Dinge zu tun hatte. Abby Borden und das Hausmädchen Bridget Sullivan, die von allen allerdings nur Maggie genannt wurde, machten sich an den Haushalt. Emma verließ das Haus, um Freunde zu besuchen, und Lizzie schlief länger und ging dann ihren eigenen Dingen im Haus nach. Gegen 9 Uhr an diesem Morgen ging Abby dann in das obere Stockwerk, um die Betten im Gästezimmer zu machen und dort aufzuräumen, denn dort hatte ja Lizzies Onkel übernachtet. Das Hausmädchen soll in dieser Zeit sowohl den Frühstückstisch aufgeräumt haben, als auch dann später die Fenster von außen geputzt haben. Um 20 vor 11 kam Andrew Borden überraschend früh von der Arbeit nach Hause. Ihm war nicht gut. Ihr erinnert euch, die Familie war krank gewesen.
Und so versuchte er, von außen in das Haus zu kommen. Die Tür war normalerweise offen. Doch als er an der Haustür ankam, war diese verschlossen. Er rüttelte am Türknauf und das Hausmädchen hörte ihn. Sie kam zur Tür gerannt und versuchte, diese zu öffnen. Dies dauerte jedoch länger als erwartet. Schließlich ließ sie ihn jedoch in das Haus. Nachdem Andrew nach Hause gekommen war, ging er kurz in sein Schlafzimmer im obersten Stock. Dann kam er wieder hinunter in das Wohnzimmer und legte sich dort auf die Couch, wo er sich ausruhen wollte, da es ihm nicht gut ging. Seine Tochter Lizzie soll kurz vorher ruhig mit ihm gesprochen haben, einmal kurz nach ihm gesehen haben, als er sich ins Wohnzimmer gelegt hatte und ist dann wieder hinausgegangen. Um kurz vor 11 legte sich das Hausmädchen dann in ihr Zimmer, das sich ebenfalls im obersten Stockwerk befand, weil auch sie sich nicht wohl fühlte. Um 10 nach 11 hörte sie Lizzie dann aus dem Wohnzimmer nach ihr schreien. Sie rannte hinunter und was sie dort sah, das erschütterte sie so sehr, dass sie zunächst gar keine Worte fand. Andrew Borden war attackiert worden. Auf der Couch liegend hatte jemand mit einem Gegenstand so hart auf sein Gesicht eingeschlagen, dass dieses so gut wie nicht mehr vorhanden war. Ich werde euch die Einzelheiten jetzt ersparen, aber es gibt Fotos von diesem Vorfall. Ich werde euch die auch nicht einblenden. Ich werde euch nicht dazu anhalten, nach ihnen zu gucken. So wie ich euch kenne, werden einige trotzdem danach gucken. Aber seid bitte gewarnt, es ist wirklich kein schöner Anblick. Und so fanden Lizzie und das Hausmädchen dann ihren Vater vor. Lizzie beauftragte daraufhin das Hausmädchen, zum Doktor auf der anderen Straßenseite zu rennen, um diesen zu holen. Sie rannte dort auch hin, allerdings war der Doktor nicht zu Hause. Es gab ein riesiges Durcheinander. Lizzie rief zu ihrer Nachbarin herüber, die sie fragte, was los war, dass ihr Vater ermordet worden war. Diese Nachbarin verlor völlig die Kontrolle und schrie rum. Und am Ende rief dann jemand die Polizei, so dass die Polizei erst 5 Minuten später, ungefähr um 11.15 Uhr, gerufen wurde. In dem ganzen Durcheinander um die Leiche von Andrew Borden, der Doktor war mittlerweile dann auch angekommen, gab es dann die immer drängendere Frage nach dem Aufenthalt von Abby Borden, der frisch verwitweten Frau des toten Mannes. Und Lizzie schickte schließlich das Hausmädchen Bridget oder Maggie zusammen mit einer Nachbarin die Treppe hinauf, um dort nach Abby zu gucken. Und sie fanden Abby im Gästezimmer auf dem Boden liegend. Sie lag auf dem Bauch und hatte tiefe Schlagwunden in ihrem Hinterkopf. Brutale, brutale Schläge. Alles war voll mit Blut und auch hiervon gibt es Fotos, auch hiervon werde ich euch keine Fotos einblenden. Auch das war ein furchtbarer Anblick und Maggie schrie und die Polizisten kamen hoch und entdeckten die Leiche von Mrs. Borden. Bei einer späteren Untersuchung wurde festgestellt, dass beide Ehepartner mit einem Beil erschlagen worden waren. Andrew wurde 19 Mal mit dem Beil ins Gesicht geschlagen, Abby wurde 11 Mal geschlagen. Lizzie Borden behauptete der Polizei gegenüber, dass sie sich zum Zeitpunkt der Morde im Schuppen der Familie aufgehalten hatte und nichts gehört oder gesehen hätte, bis sie die Leiche ihres Vaters gefunden hatte. Und zunächst fand auch niemand, dass Lizzie besonders verdächtig war. Eher wurde das Hausmädchen verdächtigt oder ein Nachbar, denn bei dem hatten sie ein blutiges Beil gefunden, jedoch stellte sich hinterher heraus, dass dies benutzt worden war, um Hühner zu töten. Nein, verdächtig wurde Lizzie erst etwas später. Denn was bei der Befragung deutlich wurde, war, dass Lizzie sowohl von ihrem Vater, bevor er sich auf die Couch legte, als auch von dem Hausmädchen Bridget gefragt worden war, wo sich Abby Borden aufhielt. Zu diesem Zeitpunkt war Abby Borden bereits tot im Gästeschlafzimmer. Lizzie hatte behauptet, dass ihre Stiefmutter sich auf den Weg zu Freunden gemacht hatte, dass sie eine Notiz hinterlassen hätte, in der stand, dass sie das Haus verlassen hätte. Doch diese Notiz wurde nie gefunden und Abby Borden hatte nie das Haus verlassen. Als sie daraufhin gefragt wurde, wo sich diese Notiz denn befand, antwortete Lizzie, dass ihre Mutter diese vielleicht versehentlich verbrannt hatte. Es stellte sich außerdem heraus, dass Lizzie einen Tag bevor den Morden in der Apotheke versucht hatte, Cyanid zu erwerben. Doch dies wurde ihr verweigert, da sie dafür ein Rezept brauchte. Ein paar Tage nach den Morden wurde Lizzie dabei gesehen, wie sie ein Kleid verbrannte. Auf die Frage hin, warum sie dieses Kleid verbrannte, sagte sie, sie hätte es mit Farbe so sehr verschmutzt, dass man es nicht mehr waschen konnte und sie es nicht mehr tragen könne und dass sie es deswegen verbrennen müsse. Lizzie Borden wurde dann in einem Gerichtsverfahren des Mordes an ihren Eltern beschuldigt. Am Ende wurde sie jedoch freigesprochen. Nicht nur
gab es mehrere Zweifel daran, ob sie zur Tatzeit wirklich im Haus war, denn einige Leute hatten behauptet, dass sie sie gesehen hätten, nachdem sie den Schuppen verlassen hatte, zu einer Zeit, zu der mindestens einer der Morde bereits stattgefunden hatte, und andere behaupteten, dass sie seltsame Figuren rund um das Haus gesehen hatten, was Lizzys Theorie untermauerte, dass jemand, der ihrem Vater etwas Böses wollte, vielleicht versucht hatte, die Familie bereits schon vorher zu vergiften oder ihnen etwas anzutun. Lizzy erfuhr in der Zeit des Gerichtsverfahrens viel Solidarität in der Gesellschaft und einige Leute setzten sich für sie ein, besonders Frauen, die meinten, dass Lizzy vollkommen zu Unrecht überhaupt angeklagt worden war. Lizzy trug die gesamte Zeit des Gerichtsverfahrens durch Schwarz, da sie ja in Trauer war. Und zunächst sah es so aus, als ob Lizzy wunderbar aus der ganzen Nummer rauskommen würde. Sie wurde ja auch freigesprochen. Doch was das Soziale anging, da konnte Lizzy nie wieder Fuß fassen. Sie wurde von allen ausgegrenzt. Sie und ihre Schwester erbten sehr viel Geld von ihrem Vater, aber nie konnte sie so richtig Fuß in der Gesellschaft fassen. Keiner wollte wirklich gesehen oder in Verbindung gebracht werden mit einer Frau, die einer so furchtbaren Tat angeklagt worden war. Auch wenn sie freigesprochen worden war. Und Lizzy starb schließlich allein. Sie fand keinen Ehemann. Sie hatte nicht mal besonders viele Freunde. Und einige Leute hatten am Ende doch mehr Zweifel, als sie in dem Gerichtsverfahren zugegeben haben, daran, ob Lizzy tatsächlich unschuldig an den Morden gewesen war. Es gibt allerdings auch noch andere Theorien dazu, wer das Ehepaar Borden gerne tot gesehen hätte. So, wie ich eben schon angesprochen hatte, unter anderem auch das Hausmädchen Bridget. Denn sie soll ebenfalls etwas unzufrieden gewesen sein mit der Art, wie das Ehepaar sie behandelt hatte. Und an dem Tag, an dem die Bordens umgebracht worden waren, am 4. August, war es ein sehr, sehr heißer Tag. Und es wird von manchen Leuten argumentiert, dass sie so wütend auf Abby Borden war, weil diese ihr befohlen hatte, die Fenster zu putzen, von außen, obwohl sie sich am Morgen noch übergeben hatte und selber sehr krank war, dass sie vielleicht einfach durchgedreht ist und Abby und danach Andrew Borden umgebracht hat. Auch John Moss, Lizzys Onkel, war eine Zeit lang ein Verdächtiger, denn er hatte sich sonst nie besonders viel mit der Familie beschäftigt und auf einmal, eine Nacht vor dem Mord, war er zu Besuch gekommen, was seltsam erschien, auch der Polizei, aber irgendwie kamen da keine Beweise zusammen und so wurde John Moss nie des Mordes angeklagt. Es gibt außerdem auch die Theorie, dass es Emma Borden gewesen sein könnte und dass diese, obwohl sie eigentlich ein Alibi hatte, dass sie Freunde besuchen wollte, heimlich zurückkam nach Fall River, um ihre Stiefmutter und ihren Vater umzubringen und dann wieder abzureisen. Diese Theorie halten die meisten jedoch für eher unwahrscheinlich. So gibt es viele verschiedene Theorien, unter anderem auch, dass der illegitime Sohn von Andrew Borden versucht hätte, an Geld von seinem Vater zu kommen, dieser ihn jedoch nicht anerkennen wollte und William Borden, so wird er genannt, dann versucht hat oder da ist dann ihm auch geglückt ist, am Ende seinen Vater umzubringen aus Rache. Ja, es gibt alle möglichen Theorien. Ihr könnt euch gerne im Internet einlesen, wer es alles gewesen sein könnte. Der Nachbar, der Postbote, der Arzt, jeder. Aber die populärste Theorie ist tatsächlich, dass es Lizzy war. Und das hat sich so sehr in der städtischen Geschichte von Fall River eingenistet, dass die Kinder dort einen gruseligen Reim erfunden haben. Gesungen wird dieses Lied meistens beim Seilspringen von Kindern in dem Dorf und es ist sehr wahrscheinlich, dass Lizzy diesen Reim immer wieder hören durfte, noch während sie lebte, hinter ihrem Rücken, wie Kinder ihn sangen und sich über sie lustig machen. Der Reim geht wie folgt. Lizzy Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Das ist ein sehr, sehr makaberer Reim, aber man sieht daran, wie sich diese ganze Geschichte eben festgesetzt hat in den Gedächtnissen der Menschen und wie dieser Zweifel an Lizzy Borden sich immer mehr verfestigte, bis man sich sicher war, dass sie es gewesen ist. Was meint ihr dazu? Haltet ihr es für möglich, dass Lizzy das war? Dass Lizzy in der Lage war, ihre Mutter, Stiefmutter, Verzeihung, und ihren Vater so brutal zu ermorden und das Ganze, ohne dass irgendjemand im Haus etwas mitbekommen hat? Glaubt ihr vielleicht, dass Bridget ihr geholfen hat? Denn sie war ja die Einzige, die noch mit im Haus war. Haltet ihr es für möglich, dass sie wirklich nicht gehört haben kann, oben im ersten Stock in ihrem Zimmer, wie Andrew Borden unten auf dem Sofa erschlagen wurde? Schreibt es mir unten in die Kommentare, vielleicht kennt ihr den Fall ja auch schon und habt eine ganz eigene Theorie dazu. Oder haltet Lizzy vollkommen für
total unschuldig oder total schuldig? Schreibt es mir gerne alles unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von euch zu lesen. Und schreibt mir gerne auch eure Fragen für das Q&A. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Und jetzt hoffe ich sehr, dass wir uns alle beim nächsten Mal wiedersehen. Habt auch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.